Ja, hallo allerseits. Ich heiße Manuel, auch Lehrer hier bei Mind Your Instruments und ich freue mich, dass ihr hergefunden habt und werde euch Gitarre beibringen. Und zwar ist es mein Ziel, so ein bisschen von den ersten Anfängen bis zu, ich sag mal, dem Punkt, wo man Lieder mitspielen kann und dann auch die ersten Solos spielen kann, möglichst schnell durchzukommen. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, als ich selber angefangen habe, Gitarre zu lernen, das ist mittlerweile auch über 18 Jahre her, hat es mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich hatte eine ganz normale Musikschule, Musiklehrerin, die dann auf Musikstile eingegangen ist oder Musikstile mir beibringen wollte, die mir überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Und ich da relativ schnell wieder aufgehört habe. Erst später dann jemanden kennengelernt, der mir so ein bisschen die ersten Tricks und Kniffe gezeigt hat. Und von dem Moment an bin ich dann autodidaktisch eigentlich durch alles durchgegangen. Und ich glaube, das Wichtige ist, man muss einfach ein paar Sachen gezeigt bekommen, damit es dann diesen Aha-Moment gibt, wo man merkt, oh Mann, das ist es. Ich wusste gar nicht, dass es so einfach ist, aber toll, jetzt kann ich irgendwie das, das und das machen. Und das sind so Momente, die möchte ich euch eigentlich mitgeben. Kurz Erklärung, wie ich das Ganze aufbauen möchte. Ich habe jetzt in diesen ersten Videos, die ihr jetzt auch gerade euch anguckt, eine ganz kurze Einführung zur Gitarre. Sprich, wenn ihr noch nie eine Gitarre in der Hand hattet, irgendwie immer schon Gitarre lernen wolltet und eigentlich keine Ahnung habt, was das ist, keine Noten kennt, gar nichts, kein Problem. Ihr seid hier genau richtig. Ich erkläre euch, wie das Ding funktioniert, was es für unterschiedliche Typen gibt, worauf man achten muss, wie stimme ich eine Gitarre, wie ziehe ich Saiten auf. Wenn ihr noch eine kauft, gebe ich euch eine kleine Kaufberatung. Und im Anschluss zeige ich euch die wichtigsten 6 Akkorde, mit denen man mit ein paar kleinen Tricks so gut wie alle Lieder spielen kann, die ihr in irgendeinem Liederbuch findet oder für ein Lagerfeuer oder das, was gerade in den Charts läuft, was ihr toll findet. Alles kann man nachspielen. Relativ einfach. Glaubt man gar nicht, wie einfach das ist. Das werdet ihr in ungefähr, wenn ihr dranbleibt, 2 bis 3 Monaten schaffen. Im Anschluss daran zeige ich euch dann in einzelnen Richtungen, je nachdem, was ihr dann noch weiter lernen wollt, Blues, wie man sich seine Akkordfähigkeiten weiter ausbaut, sprich Barré-Akkorde, im Endeffekt alle Akkorde spielen kann, die es dann so gibt. Fingerpicking-Techniken, das heißt alles, was so ein bisschen in die Richtung geht, wo man teilweise auch folkige Sounds irgendwie haben möchte. Eine kleine Einführung zu E-Gitarren und wie man relativ schnell Rocksongs im Sinne von verzerrten Gitarren gut nachspielen kann. Und dann eben auch noch ein paar weitere kleine Tipps und Tricks in alle möglichen Richtungen. Und möchte euch auf diesem Weg auch relativ schnell dazu bringen, dass ihr eigenständig Lieder schreiben könnt, dass ihr eigenständig wisst, wie man improvisiert. Das ist nämlich gar nicht so schwer, wie sich das immer anhört oder wie man immer glaubt, dass es ist. Es ist im Gegenteil super einfach. Und ja, auf diesem Weg möchte ich euch begleiten und möchte möglichst, wie ich schon am Anfang gesagt habe, viele Aha-Momente erzeugen. In diesem Sinne freut es mich, dass ihr hier angefangen habt. Freut mich, dass ihr mit mir lernen wollt. Und ja, auf geht's. Und denkt immer daran, es ist im Endeffekt, es ist rein an euch gelegen, wie schnell ihr da seid und wie viel ihr erreichen könnt. Und meine persönliche Erfahrung, auch mit einigen Leuten, denen ich das beigebracht habe, ist eigentlich immer, wenn man Spaß dran hat und die richtigen Sachen lernt und auch macht, dann ist man innerhalb von, ich sag mal, 2, 3 Wochen sind die ersten Gehversuche da. Und ich schwöre euch, in 2 Monaten, wenn ihr regelmäßig dranbleibt, könnt ihr die ersten Lieder komplett spielen und könnt das spielen, was euch Spaß macht. Und dann macht es auch richtig Spaß, weiterzumachen. Und darauf freue ich mich und ja. Let's go.